Hallo, mein Name ist Per Puppen. Herzlich willkommen im Arcada Club. Heute möchte ich euch mal einen ganz kurzen Trick oder Tipp geben, wie beim iPad, nämlich die Rechtschreibkorrektur, die ja jetzt in iOS 8.1 über der Tastatur erschienen ist, ganz einfach auszuschalten ist. Und vielleicht hat manche die auch gar nicht und wundert sich, wo ist die überhaupt? Und dann ist vielleicht das passiert, was ich euch zeige. Denn man kann hier oben in dieser Korrektur mit dem Finger nach unten wischen. Also da muss man ganz genau treffen, wenn das klappt jetzt hier gerade nicht so gut. Der Trick ist wirklich ganz schwierig nachzuvollziehen, aber ihr habt es vielleicht gerade gesehen, da verschwindet die Leiste und ich habe jetzt hier über der Tastatur nur noch diesen kleinen Strich. Und wenn ich diesen Strich nach oben wische, ich muss halt nur aufpassen, dass ich eben nicht an die Tasten komme. Ja, ist gar nicht so einfach. Den nach oben wische, dann kommt die Rechtschreibkorrektur wieder. Und wenn ich den Balken quasi oben anfasse und nach unten schiebe, da schiebe ich sie da weg. Seht ihr das? Also manchmal kann es passieren, dass man aus Versehen genau diese Bewegung macht und oben an der Tastatur dann eben da dran gekommen ist und dann ist diese Rechtschreibkorrektur verschwunden und kommt auch erstmal nicht mehr wieder bei den Tastaturen. Also wenn ihr diesen Strich über eurem U seht beispielsweise, dann habt ihr sie runtergeschoben und dann einfach auf diesen Strich klicken und nach oben schieben und schon ist die Rechtschreibkorrektur wieder da. Diesen kleinen Tipp wollte ich euch mal geben, denn ich habe das tatsächlich selber auch gemerkt. Die war plötzlich weg und ich dachte, hä, die war doch immer da, wo ist sie denn jetzt? Und ja, das war eben dieser kleine Trick, der nirgendwo dokumentiert ist, aber so funktioniert wie gerade gezeigt. Weiterhin viel Spaß.